Moin, meine Cyber-Schwarzmarkthändler, und willkommen zurück zu einer neuen Folge Cyberpunk 2077. So, wir sind bei dem Skars angelandet, wo wir schon mehrere Leichen gefunden haben, wo sie Menschen die Implantate rausreißen und auch die Innereien wegnehmen, beziehungsweise verkaufen, wenn ich das mal so sagen darf. Also sprich, sie nehmen die Leute auseinander und verkaufen sie, so gehen sie in ihre Implantate und ihre Organe. Also ein richtiger, ja, dreckiger Schwarzmarkthandel hier. So, wir suchen jetzt weiter. Evelyn Jolie ist wieder bei uns. Und wir hoffen jetzt, dass wir Evelyn finden werden. So, da habe ich bis jetzt da schon... Hier ist das Labor, was wir in der letzten Folge gesehen haben. Aber jetzt will ich aber natürlich erstmal auch hier reinlullen. Weil letztens ist mir nämlich hier was aufgefallen. Und dann werden wir mal schauen, wen wir da so finden werden. Ich hätte vielleicht eine Schalldämpferwaffe nehmen sollen. Weil ich habe doch eine. Aber warte mal, wir können mal eben kurz gucken. Wir haben ja so viel aufgehoben schon, dass wir vielleicht mal ganz kurz gucken können, was unser Inventar allgemein jetzt mal so sagt. Weil wir haben ganz, ganz viel Neuen bekommen. Und wir haben auch unsere Waffen ja wieder bekommen. Ich bin bis jetzt immer noch mit den alten Waffen unterwegs. Haha. So. Wir brauchen auf jeden Fall eine Handfeuerwaffe. Und die kommt auf jeden Fall als erstes, weil die macht bis jetzt einen sehr guten Eindruck. Dann haben wir ein Scharfschützengewehr, was wir noch nicht brauchen werden. Aber jetzt frage ich mich, wo ist jetzt die eine Waffe hingekommen, die ich jetzt gerade hatte? Die muss irgendwo hier drin gelandet sein, richtig? Präzisionsgewehr, Scharfschützengewehr, Tech-Präzisionsgewehr, die war das. So, die macht nämlich einen so guten Eindruck. Aber die hat keinen Schalldämpfer. Warum hat die keinen Schalldämpfer? Okay. Und ich habe die Waffe. Wo wir jetzt. Warte mal. Wenn ich jetzt. Kann ich jetzt hier irgendwie abmachen? Geht das? Aktion gesperrt. Hm, geht nicht. Ah, doch, hier geht das. Ach, jetzt geht das. Geht nicht. So, hier hätte ich eigentlich schon hier immer einen Katana gehabt, aber 238, und was ist das? Sieht aus wie ein Hammer, eine Keule. Aber die Keule hat ein paar extra Schockschaden und alles, die nehmen wir auf jeden Fall mit. So, und hier habe ich keinen Schalldämpfer für, doch, jetzt habe ich einen Schalldämpfer dafür. So, und die hat auch Schalldämpfer, oder hatte einen Schalldämpfer. Ziel für eine Zeit für Ziel 0,02 Reichweite. Okay. Ach, und jetzt hat die den Schalldämpfer nicht mehr. Woran kann ich sehen, dass die Waffe den Schalldämpfer installiert hat? Ach, die da in das Symbol da mit Schalldämpfer. Alles klärchen. Aber die haben jetzt kein nix drauf, ne? Ne, ansonsten würde mir das, glaube ich, angezeigt werden. Weil die eine war jetzt hell. Heißt für mich, dass die einen Schalldämpfer drauf hatte. Ein Zielfernrohr drauf hatte. Hier die Scharfschützen zum Beispiel. Das zum Beispiel rechts das Fadenkreuz. Und ich würde sagen, da sind wir auf jeden Fall fündig. So. Aber da wir jetzt. Warte mal, wir können auch. Wenn wir einmal dabei sind, können wir direkt nochmal die Klamotten nachgucken. Ich weiß, ich bin lästig, aber. Nee. Was war die Ziel? Das lassen. Nee. Ganz ehrlich, ich glaube, die Mütze, die lassen wir an. Sieht zwar jetzt nicht so ganz geil aus, aber ich finde, die Haare mit den offenen haben jetzt gerade irgendwie was. So. Die, bei uns ist die Panzerung höher und wir haben ein paar. Und wir haben eine Modifikation drin, von daher weg damit. Die Brille, haben wir eine Maske, aber ich lasse die Brille auch mal, dass die jetzt mal ein bisschen besser ist. Ein BH. Nee. Hose. Warte mal, jetzt muss ich mal genau gucken. Habe ich mich verguckt? Nee, habe ich nicht. Ausgerüstet. Doch, war doch richtig. Richtig, die Maske war hier besser. Da ist meine Ausrüstung besser. So, aber hier bei den Hosen war... Die hat 21. Die hat 21,5. 19, 9, 2. Oh, die ist ja noch besser.
Da hat man ganz kurz mein Herzchen gesehen. So, Schuhe. Da sehen wir natürlich die Schuhe, die besser sind. Schuhe von Toten sind immer die besten. So, ich brauche was mit Kavums. Cyberdecks, achso, da war da die Geschichte. Cyberware. Haben wir nur die Sachen drin, die wir schon haben? Werte. Achso, da war das. Aber hier können wir jetzt nichts mal. Achso, da sind wir hier drin. Gut. Ich würde sagen, hier machen wir weiter. Ein schwimmender Aschenbecher. Munition und eine Waffe, die uns auch gefällt. Die kommt mir doch bekannt vor. Das ist doch. Ja, die sieht bestimmt nur so ähnlich aus. Weißt du, ganz in der ersten. War das die erste Folge, wo wir mit der einen Nutte gesprochen haben? Ich meine schon. Aber ich meine, ja, wir haben mit der gesprochen, aber sie sieht dir nicht ähnlich. Also, das ist sie nicht. Glaube ich nicht. Ach, das war der Fernseher. Und hier sind wir im Labor. Wo die den einen auch ausgelutscht haben. So. Wie soll ich jetzt unten den. Also warte mal. Wenn ich da hier klicke, komme ich da drauf. Wenn ich hier klicke, komme ich da drauf. Ah, warte mal. Wenn ich hier klicke, gehe ich den der. So, jetzt ist der drin. Jetzt komme ich an den dran. Komm an den dran. Und komm an den dran. Ja, das ist so richtig, was ich mache, glaube ich zwar nicht, aber. Ja, hier haben die den letzten fertig gemacht und hier ist die Leiche. Aber die hat ja noch einen richtigen Arm, wie es aussieht. Das ist doch kein Fake, kein Kinetikarm gewesen. Okay. Hot! Ah, warte, bevor wir jetzt da reingehen. Was ist denn hier passiert? Ach doch, das war ich. Von da habe ich auch geschossen. Also. Können die ruhig hören, dann macht nichts mehr. Die wissen mittlerweile, dass wir hier sind. Und glaub mal, dass ich hier bin, weiß jetzt definitiv jeder. Oh nein. Das ist Evelyn. Fass sie bloß nicht an. Falls sie gerade aufnimmt, schadet das ihrem Gehirn. Lass mich erst ihren Link trennen. Und wie sieht's aus? Geht zu Evelyn. Aber ich soll doch erst warten. Ah, dann gehen wir mal. Bescheid, bevor du es rausziehst. Ah, okay. Dann unterbreche ich gleichzeitig die Verbindung. Evelyn Parker, die haben sie. Was denkst du denn? Was soll ich machen? Das, weshalb wir hier sind. Sie nach der Wahrheit fragen. Johnny, sie ist bewusstlos. Oder eine bessere Schauspielerin, als wir dachten. Ja, das ist auch wieder so eine schwere Sache. Da hat er eigentlich auch wieder recht. Aber so wie die gefoltert wurde, glaube ich nicht. Okay, dann mal los. Okay, los geht's. Mach dich bereit. Und... jetzt! Gott sei Dank. Evelyn, hörst du mich?
Ich würde sagen, wir bringen die erstmal in Sicherheit, bevor wir sie jetzt befragen, weil die ist sowas von am Arsch. Nee, komm. Ich bin da, F. Bringen wir sie in Sicherheit. Und zwar schnell. Wo lang? Ich habe die Türen versiegelt und die Aufzüge mit Strom versorgt. Ab dafür. Na dann zu den Aufzügen. Boah, haben die Spielchen mit der getrieben? Leck mich am Arsch. Wenn der Eingang oder wer quer kommt, ne? Ich schieße die Rübe weg. Hat sie es nicht geschafft? Komm schon, ist doch nicht so schwer. Bitte, nur eine. Für mich. Schon gut, wie du willst. Rauch, bis deine Lungen platzen. Oh, endlich was Besseres als die Abgase und der Gestank der Stadt. Gib zu, du fühlst das auch. Ein bisschen. Gehen wir rein. Warten wir noch ein bisschen. Hast doch gesehen, wie sie aussah. Wenn's nach mir ginge, hätte ich ihr gleich im Studio Wasser ins Gesicht geschüttet und sie gefragt. Du Pfeife. Geht aber nicht nach dir. Oder? Gehen wir. Jetzt gehen wir los. Oh Gott. Sie schläft. Glaub ich zumindest. Ihre Augen sind geschlossen und sie hat aufgehört zu zittern. Wenn sie mir nicht so leid täte, hätte ich sie schon längst getötet. Du bist sauer auf sie? Warum? Wie fühlt sie sich? Kannst du dir doch vorstellen. Diese Stadt hat ihr den letzten Tropfen Menschlichkeit rausgesaugt. F hat ihr alles gegeben, was sie hatte. Und sie hat immer noch mehr genommen. Sie ist jetzt in einer Art Trance. Als hätte sie sich in sich selbst zurückgezogen. Reagiert Können überhaupt auf nicht zugreifen? Auf ihre Umgebung. Ich wollte wirklich, wirklich nicht in ihrem Kopf rumwühlen. Ich hab's nur für dich getan. Das ist lieb von dir. Damit du es weißt. Du bist sauer auf sie? Warum? Als du meintest, ich soll ihren Verhaltenschip durchsuchen, hatte ich echt schon die Schnauze voll von deinem Scheiß. Judy, mir blieb ich keine... Weiß. Schon gut. Dann verstehe ich nicht, warum... Das verstehst du gleich. Okay. Ja, die hat ja so ein BD-Chip drin. Wie viele BDs konntest du runterziehen? 2. Allerdings ist nur einer intakt. War zu erwarten. Der Rest... Naja, der Rest ist im selben Zustand wie Evelyn. Okay, lass mal sehen. Danke. Warte, ich muss die Parameter einstellen. Schätze, jetzt finden wir raus, ob unsere Puppe echt durchgeknallt ist. Halt die Klappe. Komm schon, Vieh. Ich gebe gern als Erster zu, dass das nicht gut aussieht. Hey, wie geht's dir? Brauchst du was? Ich will nicht nerven, nur reden. Ich weiß es gerade schlecht, aber ich muss fragen. Weißt du, wie man den Biochip entfernen kann? Oder kennst du jemanden, der es wissen könnte? Hör zu, Evelyn. Ich brauche wirklich deine Hilfe. Es ist wichtig. Wenn ich nicht bald was unternehme, dann sterbe ich. Na, geh da. Hast recht. Das ist totale Zeitverschwendung. Na, sie weist uns ab. Oh, wie nett du sein kannst. Ah, nee, Weiber. Obwohl, was heißt Weiber? Mit dem, was sie erlebt hat, ist das selbstverständlich. Nee, ist selbstverständlich, was sie erlebt hat. Nicht Weiber, nein. Wer Männer wären nicht anders. Ach, ich wollte das wieder aufheben da und jetzt hat wir wieder den Spiegel. Gut, Judy!
Oh, Judy, wie weit bist du? Setz dich. Wohin? Hier drauf, ah, da. Okay, lass laufen. Die Dateien waren stark beschädigt, kaum zu editieren. Bin froh, dass du überhaupt was retten konntest. Das Laden dauert. Lass dir Zeit, Hauptsache es läuft stabil. Die Qualität ist mies, glaube ich dir. Aber ich habe mein Bestes getan. Sie ist hübsch und süß und hilfsbereit. Also bis jetzt gefällt sie mir von den Charakteren am meisten. Jedes Stück Tech? Die Sicherheitssysteme? Wir brauchen einen Plan des ganzen Raums. Wir holen alles, was wir brauchen, selbst aus der Wirtung. Und seine Nachrichten? Nur wenn du das drauf hast, Parfebré. Das Wichtigste ist, dass er keinen Verdacht schöpft. Sei so entspannt wie immer. Und wenn er selbst anfängt, vom Biochip zu reden, sollte ich dann vielleicht darauf... Biochip? Wo hast du davon gehört? Das hat dich nicht zu interessieren. Du drehst die Virtu, du kommst zurück. Wir geben dir die Eddies. Das ist dein einziger Job. Der Rest geht dich nichts an. Verstanden? Okay. So viel zum Thema. Also wie gesagt, Judy vom Charakter, die uns hilft und sowas alles, mag ich jetzt am meisten. Ne, dann ist jetzt wieder so eine... Johnny ist noch so eine... Ich weiß nicht. Aber Judy ist, glaube ich, schon in Ordnung. Ich glaube... Wenn wir mit ihr arbeiten, wenn wir zusammen gut klarkommen, ist sie ist noch eine große Hilfe. Genauso wie gewisse andere Charaktere, wie der Doc, der wird uns auch noch da helfen, wenn wir wenn wir seine Schulden dementsprechend abbezahlt haben. Warte mal. Na, Chef. Der Rest Stop. Geht dich. Wonach suchen so, jetzt muss ich einmal in den Tab. Wer ist das? Ich ruhig wenn du willst. Ich kann ihr Gesicht nicht sehen. Normalerweise ist so eine Verschlüsselung leicht zu knacken. Aber nicht dieses Mal. Wer auch immer sie ist, sie hat verdammt gute Nirvana-Skills. Entweder das, oder jemand hilft ihr. Was ist das? Die kommen mir bekannt vor. Was ist das? Beef-Markierungen. Kennst du dich mit denen aus? Nicht gut genug, um zu verstehen, was sie bedeuten. Hab aber eine Idee, wer sie benutzen könnte. Wer denn? Vielleicht die Voodoo Boys. Ist aber nur eine Überlegung. Bin mir nicht sicher. Jedes Stück. Diese unheimlichen Netrunner? Die sind nicht leicht zu finden. Wüsste nicht, wir wo finden ich schon eine Lösung. Soll. Jedes Stück Tech? Die wir brauchen einen Plan des ganzen Raums. Wir holen alles, was wir brauchen, selbst aus der Wirtung. Und seine Nachrichten? Nur wenn du das drauf hast. Also. Nur wenn du das Wichtigste ist, dass er keinen Verdacht schöpft. Sei so entspannt wie immer. Und wenn er selbst anfängt, vom Biochip zu reden? Ist vielleicht nicht wichtig. Vielleicht. Aber sie sind alle aus Pacifica. Das grenzt immerhin unsere Suche ein. Und jetzt? Sieht aus, als würde ich ihn aus. Also daher hat die Aufnahme von dem Knilch gehabt, der seinen Vater umgebracht hat. Sie hat Evelyn beauftragt, da reinzugehen, um dann herauszufinden, wie es mit dem Bioship aussieht. Oder wo er sein könnte, oder was auch immer. Und das geht uns nichts an. Woher weißt du mal davon? Also sagen wir so, Evelyn wusste zwar vom Bioship, aber sie wussten nicht, dass Evelyn das weiß. Das könnte schon ein Hinweis sein, warum die sie gefangen genommen haben. Und die sind an die Daten gekommen, denke ich mal. Oder Problem ist, wir sind an die Daten gekommen. Aber Evelyn hat noch nicht geliefert. Das kann natürlich auch sein. Und? Wenn er selbst anfängt, vom Biochip zu reden, Biochip? Sollte... Wo hast du davon gehört? Das hat dich nicht zu interessieren. Du drehst die Virtu, du kommst zurück.
Wir geben dir die Stimme kommt mir bekannt vor. Von Orange is the New Black. Der Rest gebe ich nichts an. Von der Netflix-Serie. Ich komme nur nicht auf den Namen von der Schauspielerin. Und den Charakter, den sie spielt. Okay, ich glaube, wir haben alles. Let's go! Ellen war nicht ganz ehrlich zu uns. Die Frau, die sie angeheuert hat. Evelyns Auftraggeberin. Eine Ahnung, mit wem wir es zu tun haben? Okay. Ich kann auch nur raten. Ach, ganz nichts dafür. Sorry, V. Jetzt wissen wir, was im Clouds passiert ist. Die haben versucht, sie kalt zu machen. Haben ihren Chip angegriffen. Also war es Rache? Weil sie sie verarscht hat? Sie wusste mehr, als sie dachten. Das konnten sie ihr nicht durchgehen lassen. Vor denen ist sie also weggelaufen. Anscheinend hat Evelyn uns nie die ganze Wahrheit gesagt. Ach was. Wenn ich nur gewusst hätte, in was für eine Scheiße sie sich geritten hat. Oh, ich bin so wütend auf sie. Ihr Job war nur, eine Virtu aufzunehmen. Verdammt beeindruckend, dass sie einen kompletten Überfall auf die Beine gestellt und ihre Auftraggeberin den Biochip weggeschnappt hat. Dafür brauchte sie euch. Darum hat sie euch angeheuert. Sie hat sich das alles selbst eingebrockt. Und dir. Dann zeig mal. Noch eine Aufnahme? Ja, klar. Willst du sie sehen? Klar, warum nicht? Mich kann mittlerweile nichts mehr überraschen. Oui, mais allez. On te garde raison, mais c'est tout intelligent pour ça. Voyez bien. Was spricht sie für eine Sprache? Weiß nicht. Haitianisches Kreol? Es sind die Voodoo Boys. Hatte ich nicht. Moment, lass mich nach einem Echtzeitübersetzer suchen. Du kannst aber versuchen, dich auf die Telefonfrequenz abzustimmen. Mal sehen, was das andere Ende zu sagen hat. Versuch, das Telefon zu scannen. Ja. Geschafft. Noch eine Sekunde. Sie haben Yorinobu erwähnt. Sicher hat Evelyn die Aufnahme deshalb so gut versteckt. Da war noch ein Name. Klang wie... Johnny. Silverhand. Wir müssen herausfinden, was sie sagen. Könnte wichtig sein. Gut. Ich habe gerade das Echtzeit-Übersetzungstool gefunden. Sollte mit deinem System kompatibel sein. Ich installiere es jetzt. Los geht's. Wollen wir uns zurückspulen? Puppe ist gegangen. Die Puppe ist déjà allé? Oui, elle est allée. Und die Garnison macht tout intelligent pour ça. Voyez bien. Ou pensez, mademoiselle, a fait nous un problème? Mon zé pas enragé. En plus, c'est le bon moyen à nous gagner pour nos réseaux Yorinobu. On prend chance là. Moi, t'as ramené quoi même j'avais, oh? Que si le Véran a mené nous direct sous halte. Vous gagnez plus bon aidé? Très bien. Si vous décidez, c'est pas critiquer, ça me passe. Allez, continuez le travail. Ok. Es geht auf jeden Fall mit Johnny. Um das, was sie weiß. Aber wer kam denn da? Ja, warte ich nicht. Bieten gibt's, Zivilist. Gut. Okay, Judy, das reicht. Okay, ich trenne die Verbindung. Ich verstehe das nicht. Was hat das mit Johnny Silverhand zu tun? Der ist schon vor Ewigkeiten gestorben. Nee, gerade nicht. Wie? Nicht wirklich. So ein Konstrukt ist auf... Oh, sollen wir ehrlich sein? Komm schon, wie? Auf den Biochip, den wir gestohlen haben, war Silverhands Engramm gebrannt worden.
Engramm? Ein digitalisiertes Persönlichkeitskonstrukt. Ich brauche einen Moment allein, ja? Muss ein paar Sachen in meinem Kopf sortieren. Na klar. War das richtig? Ich weiß nicht. Weißt du, wer die sind? Wer diese Frau ist? Oder wo wir sie finden? Scheiße, wie? Ich bin seit einem halben Jahrhundert tot. Tut mir leid, dass ich dir nicht auf Befehl alle Antworten auf dem Chrom-Tablett servieren kann. Was könnten diese Leute von Alt wollen? Woher soll ich das wissen? Alter, wozu bist du Nutze? Du hast gar keine Idee? So oder so führt die Spur zu diesem Netrunner. Sie zu finden hat oberste Priorität. Wenn sie so viel über den Chip weiß, wie ich glaube, kann sie uns vielleicht helfen. Du meintest doch, uns kann nichts helfen. Na, such einfach diesen Juju-Kabelfreak, okay? Warte, hast du überhaupt eine Idee, wie du die Voodoo-Boys erreichst? Ich frag mal rum. Ich höre mich mal um, werde ein paar Anrufe machen. Sagen wir so, die Voodoo-Boys würden sogar einer streunenden Katze in ihrem Revier misstrauen. Aber irgendjemand muss was wissen. Na dann, viel Glück. Hoffentlich brauchst du es nicht. Danke, Judy. Nein, wie? Ich hab zu danken. Du bist ein guter Mensch. Evelyn konnte nie den wahren Charakter von Menschen lesen. Hätte sie die Möglichkeit gehabt, dich kennenzulernen, dann... Wer weiß. Vielleicht. Wäre dann alles anders. Man weiß ja nie. Pass mir gut auf die Kleine auf. Und wehe, sie macht Krafaxen, dann sagst du mir sofort Bescheid. Hallo, kann ich helfen? Ist das ein Problem? Hast du ein Problem? Dachte ich mir. Bitte, wolltest du mir auch blöd kommen oder was? Alter, wo bin ich denn hier gelandet? Ekelhaft. Was ist eigentlich jetzt mal mit unserem Moped? Ist das eigentlich mal langsam fertig? So. Was haben wir noch für Nebenmissionen, die wir vielleicht noch machen können? Besser spät als nie. Bezahle deine Schulden bei Victor. Wie viele waren das denn genau? Weißt du was? Wir fahren zu Victor, aber ich gucke gleichzeitig mal, ob ich jetzt noch ein paar Sachen verkaufen kann. Oh, 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 das war, jetzt ruckelt aber ganz kurz. Wir haben kurz Ladehemmung gehabt. Oh, stopp. War zu weit. Oh, oh, sorry, sorry, sorry. Warte mal. Ey, komm, krieg mal. Ach, kann doch nicht sein. Was ist das? War bestimmt so ein Nebenauftrag. Gar nicht. Abgang! Bist du sicher? Ich wollte
rede mit dir. Was wird jetzt erledigt? Naja, viel hatte die ja nicht drauf. Ah, die haben ihn abgestochen. Ah, so kommen wir an Aufträge, so ein kleine Aufträge. Ah. Ey, tolle Karre. Und vor allem so schön trocken. Kannst doch nicht. Sorry. Ah, dafür fährst du gleich weg. Ist ja nicht meine Karre. Ah, ruckelt doch enorm ein bisschen. Oh, scheiße. Tag und tschüss. Fuck. Eben warten, bis der ganze Spuk hier vorbei ist. Das sind wir jetzt losgewonnen. Jetzt schauen wir mal, wo ich noch was verkaufen kann am besten. Vielleicht können wir direkt bei Wickwart verkaufen. Ich habe ein seltsames Bild auf der Straße gesehen. Könnte deine Baustelle sein. Wie sah es denn aus? Hier, ich habe einen Scan gemacht. Tarot, das große Arcanum. Okay. Das Zeichen einer höheren Macht? Wäre schön, wenn diese höhere Macht etwas genauer werden könnte. Die Welt ist ein Labyrinth der Illusionen. Das Licht leuchtet nur selten in das Gefängnis unserer weltlichen Existenz. Na, fabelhaft. Großartig. Und was will mir diese unbekannte Macht mit ihren rätselhaften Zeichen sagen? Tarot ist ein Weg. Du solltest ihn beschreiten und nach weiteren Zeichen suchen. Also, ich weiß immer noch nicht, was mir das alles bringen soll. Such nach weiteren Bildern. Es muss eine Verbindung zu den Orten geben, wo du sie findest. Denk über das nach, was du siehst. Ich glaube, okay. Sie sollen dir den Weg zur Wahrheit weisen. Die Wahrheit zu finden, steht ziemlich weit unten auf meiner Liste. Bald wirst du dich entscheiden müssen, welchen Weg du nehmen sollst. Dann wirst du alles verstehen. Ich auch nicht. Ich weiß nicht. Komm zurück, wenn du mehr gefunden hast. Das ist lieb. Ich werde dir helfen, die Bilder zu entschlüsseln. Guck mal, bei Vic was verkaufen. Weil Vic ja, ne? Victor, ja. Bei Vic können wir nichts verkaufen. Was? 21.000? Oh, holla. So, dann ich würde mal schauen, dass ich jetzt einen Automaten finde. Und solange ich einen Automaten suche, würde ich sagen, beende ich gleichzeitig immer die Folge. Nicht wundern, wenn wir gleich woanders sind. Wenn ich vom Automaten stehe, dann wisst ihr Bescheid. Und dann... Scheiße! Wie gesagt, wenn ich euch vom Automaten stehe, dann wisst ihr Bescheid. Ich hoffe trotzdem, dass euch die Folge gefallen hat. Wenn es euch gefallen hat, würde ich mich freuen, wenn ihr einen Daumen nach oben da lassen würdet. Schreibt mir in die Kommentare. Lasst ein Abo da. Und vergesst nicht, die Glocke zu aktivieren, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Ich muss los. Tschaußen.